Marcel, hochdramatisches 25 zu 24 gegen den bisherigen Spitzenreiter. Wie habt ihr das gemacht? Also ich muss ja dazu sagen, dass wir natürlich wussten, wie schwer das Ganze wird. Wir mussten noch ein bisschen nicht umsonst da oben. Wir haben eine starke erste 6-7. Unser Vorteil, dass wir eine erste 10, 11, 12, 14 haben und so eigentlich klar besser waren. Also wir haben das Spiel immer wieder spannend gemacht, das machen wir gerne, das machen wir also für 400 Leute und das machen wir auch gerne für 1400 Leute. Immer wenn wir mit drei Toren weg waren, dann haben wir sie wieder rankommen lassen. Das ist ein kleines Manko, das muss man mal auswerten, warum das so ist. Ansonsten haben wir eine saustarke Abwehr gesehen, einen saustarken 18-jährigen Kevin Leisling im Tor und eine super Teamleistung, die am Ende dann auch den verdienten, zwar knappen, aber verdienten Sieg mit sich bringt. Du hast es schon erwähnt, ihr habt es immer wieder spannend gemacht. Gerade Überzahlspiel konntet ihr nicht ausnutzen. Ihr habt gut gespielt, wenn er gegen 6 gespielt hat. Ja, also Überzahlspiel müssen wir echt wirklich dran arbeiten. Also es ist ja in den letzten Wochen schon aufgefallen. Wir sind da nicht spielwitzig genug und nicht geduldig genug. Also wollen wir Überzahl zu schnell das Tor erzielen und wir sollten einfach die Kombination spielen, die wir auch gegen 6 spielen. Dann, also da werden wir dran arbeiten. Wir haben jetzt noch 2, 3, 4 schwere Spiele vor uns, also einmal OSF, nächste Woche das Derby, wo ich hoffe, dass wieder 1400 Leute auch ohne Valentinstag mit Rot in die Halle kommen, das war geil. Und dann kommt noch das Spiel in Düsseldorf. Alle anderen sind einfach Pflichtaufgaben. Du hast es schon erwähnt, 1400 Zuschauer zum Viertliga-Handball. Ihr habt euch 1000 Fans gewünscht und sind es noch mehr geworden. Wie begeistert seid ihr? Na, auch ein bisschen gerührt, ne? Also da muss man dann auch seine Emotionen so ein bisschen im Zaum halten. Also, Cottbus ist ja berechenbar. Wenn wir 200 Puls habe ich, so ein Hit! Unser Präsident übrigens. Lothar und Lothar. Also wenn wir uns, in Cottbus ist das ja so wirklich berechenbar. Man wünscht sich 200 Likes auf Facebook, man wünscht sich 1000 Leute und man wünscht sich, dass die meisten in Rot kommen. Und dann macht es Cottbus. Und das werden wir uns das nächste Mal wieder wünschen und dann sind wir ganz gewiss, dass es das auch wieder so passiert. Also auch Busebaum hat 100 Leute mitgehabt, auch davor. Das sind ja auch ein paar Kilometer bis hierher. Noch kurz ein Wort zur nächsten Woche gegen Lübbenau, das nächste heiße Spiel? Ja, auf jeden Fall. Wir sind klar besser, wir sind klar Favorit. Lübbenau wird hier mit 200, 300 Leuten anreisen, die stehen im Abstiegskampf, die werden alles geben. Aber wir werden das Spiel ganz sicher gewinnen, weil die Jungs einfach heiß sind und nach diesem Sieg, also wenn heute ein Unentschieden oder eine Niederlage rauskommen wäre, dann hätte ich für nächste Woche Bange. Aber so schwimmen die Jungs jetzt auf der Welle und die dürfen sie heute auch mitnehmen und die dürfen sie auch heute Abend auskosten. Alles klar, schönen Abend. Nico Heidenreich, Co-Trainer Usedom, hochdramatisches Spiel am Ende noch. Ihr habt verloren. Wie schätzt du die ganze Leistung ein? Ja, ich denke mal, ein gutes Spiel von beiden Seiten natürlich geprägt durch Abwehrreihen. Viele Fehler auf beiden Seiten auch, gerade im Angriff und im Endeffekt hat uns die Chancenauswertung vorne und natürlich der Torhüter vom Cottbus, der gut gehalten hat, heute den Sieg gekostet. Auf beiden Seiten eine sehr gute Torhüterleistung. Auch euer Torhüter hat ja einige Dinger rausgeholt. Doch ein Spiel Abwehrreihen im Endeffekt, oder? Ja, ich denke schon. Also viel Nervosität glaube ich auch, aber vor so vielen Zuschauern spielt man nicht jeden Tag. Und da muss man auch den einen oder anderen mal Auge zudrücken und sagen, der muss rein. Ne? 1400 Zuschauer erlebt man nicht jeden Tag in der vierten Liga. Ihr habt selbst 100 Fans ungefähr mitgebracht. Wie stolz seid ihr auf euch selbst? Ja, wir sind schon stolz. Wir waren dran. Wir haben gesehen, was möglich ist in der Liga. Also, Spitzenreiter jetzt, kann man ja sagen, eindeutig Spitzenreiter. Wir sind 3 Punkte hinter jetzt. Was eigentlich möglich ist, ich glaube, das Rückspiel wäre deutlich für uns gestanden. Ansage an Cottbus, das Rückspiel? Wir geben Gas. Dankeschön.